Herzlich willkommen auf Marokko spielt und nun viel Spaß mit dem Video. Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LR22 auf der schönen Nordermarsch. Jups, ich habe jetzt vorgespult, wir sind im September. 1. September, ihr seht hier, wir können hier nochmal Gras machen, sprich Silage, das ist denn der zweite Schnitt. Dann würde ich das Silo auch abdecken, weil ich schätze mal, mehr kriegen wir nicht hin. Dann war ich mal hier im Zähler mal reingeguckt. Hier gibt es einen schönen TGX. Sieht für mich ja aus wie als Rückewagen, also für praktische Baumstämme. Dann haben wir hier einen wunderschönen New Holland, halt einen Telelader. Ah, es kribbelt schon in den Fingern, ne? So ein richtig schöner Telelader hat ja was, ne? Aber nee, ich habe ja gesagt, ich wollte ja ein bisschen sparen. So, aber was wir machen müssen, wartet, ich muss hier noch einmal rein, hier mit euch, einmal kurz rein. Wir müssen auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen Wasser auffüllen. Und wir müssen auf jeden Fall einmal Silage wegbringen. Und da würde ich sagen, das macht hier unser Waltra-Eimer. Nee, nicht Licht an. Einsteigen, danke. Und ein Moped starten. So, ich denke, eine Ladung hauen wir hier mal rein. Das sollte erstmal reichen. So, das kann der alleine machen. Weil wir haben Dinge zu tun. Nee, Hof war richtig. Multisilo abholen. Und dann Silage abladen. Da. 150er Fermenter. Aber nur einmal. So, der ist unterwegs. Wir klöppeln den mal eben ab. Denn jetzt, Leute, geht es los. Wir hauen uns noch das Frontgewicht dran. Jetzt geht's aufs Feld. Wir wollen Dinkel sehen. Dinkel und Weizen. Auch das machen wir zusammen heute mal. Eventuell hüpfe ich ein bisschen durch die Gegend. So, jetzt muss ich mir nur mal überlegen. Wisst ihr zufälligerweise? Ja, habe ich da hinten. Ich wollte gerade sagen, wisst ihr zufälligerweise, wo wir unsere Drill hingestellt haben? Aber die habe ich ja hier reingeschoben. So. Jetzt ist die große Frage. Frage gleich, ob ich... Wir fangen bei Feld 83 an, oder? Yes. Ah, ist sogar Saatgut drin. Das ist sehr gut. Wie schalte ich das nochmal um? Nee, mit Z, genau, mit Z. Wir wollen... Oh, jetzt muss ich einmal in die Liste gucken. Ich weiß nicht, wie Dinkel hier aussah. Ah, wo ist das? Dinkel, Dinkel, Dinkel. Das war ziemlich weit unten, ne? Dinkel, okay. Da haben wir es. Gut. Dann würde ich sanft... Ne, du kannst ruhig. Habe ich ihn hochgemacht? Es sagt bloß, da ist so viel Silage, nicht mehr gar nicht mehr so viel Silage drin. Habe ich da keine Silage drin? Ich habe gar keine Silage drin. Wo ist denn... Ach, habe ich das nur noch als Ballen oder was?
Schau mal eben. Dachte, ich hätte hier noch Silage drin gehabt. Ha, das war Futter. Ich habe gar keine Silage mehr. Aber wo haben wir denn so viel Silage? Haben wir das als Ballen nur noch? Igitt. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Dann parken wir den erstmal. Und dann machen wir jetzt erstmal unsere Drillgeschichte. Wir können natürlich... Boah, habe ich tatsächlich da hinten noch so viel Silage als Ballen? Weiß es nicht. Wir können auch mal gucken, ob wir schon wieder neue... Oh ja, neue Aufträge. Tja, jetzt haben wir Ballen pressen. Ein Düngerauftrag, den hätten wir auch. Aber wisst ihr, was wir machen könnten mit dem Düngerauftrag? Den könnten wir tatsächlich machen. Das ist Feld 73. Feld 73. Den könnten wir machen. Dünger 1976,9. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ich würde sagen, wir machen erstmal, so wie wir das gesagt haben, wo sind wir hier? Wir fahren jetzt zu unserem Feld und werden jetzt erstmal drillen. So, sonst war das nämlich nichts mehr. Ich muss das schon damit machen, die Drille ist uns viel zu schwer. Also jetzt für... Konnte ich die nicht auch noch höher nehmen? Warte mal. Ne, die ist schon ganz hoch. Tatsächlich, oder? Ja. Das passt schon. Genau. Dinkel, das ist eingestellt. Weizen machen wir dann auf dem kleinen Feld. Da hatten wir ja Raps drauf. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen, ob wir düngen. Da muss ich halt ja auch bei sein. Es sei denn, wir nehmen den großen Dünger. Ich weiß gar nicht, wie viel in unserem Düngerstreuer reinpasst. Machen wir erstmal, bevor ich mich hier wieder verfrickel. So. Uha. Könnte gestriegelt werden, gedüngt 50% tatsächlich. Mal sehen, ob wir das Unkraut hier wegkriegen. So, jetzt. Ich bin gespannt. So, also erstmal. So, dann hier ein bisschen rüber. So, erstmal in Position fahren. Na, ich habe ein bisschen das Gefühl... Was hast du angezeigt? Du zeigst Arbeitsbreite 4 Meter. Aha. Sind ja nur 3. So. Kidoki. Läuft, läuft, läuft. Zack. Sehr gut, da hauen wir gleich den Dünger
einfach mit weg. Da hatten wir ja geguckt. Machen wir hier Dinkel rein. Das sollte auch funktionieren. Müssen wir einmal Dünger raufhauen. Das machen wir dann aber eventuell mit Flüssigdünger. Das ist doch gut. Das ist auch ein schönes, breites Feld. Da können wir auch mal reingehen. Oh, und wir können natürlich einen Screenshot machen. Das darf ja auch nicht fehlen. Ja. Weil jetzt geht es ja endlich los. Feuer frei, Kollege. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wir haben 1500 drin. Was ist eigentlich unser Feld? Gülle, Gülle, Gülle. Gereste. Darauf, darauf. Oh ja, da müsste höchstwahrscheinlich noch einmal nachpacken. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Da wird ja schon schlittert. Und ich habe schon... ich glaube, ich mache das ein bisschen anders. Das ist mir ein bisschen zu... Weil ich die Kurve ein bisschen besser kriege. Sehr gut. So, dann können wir hier nämlich nochmal rüber hüpfen. Können wir mal ein bisschen gucken, ob wir doch noch... was machen? Düng, 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 düng. Was ist das? Das ist der große Düngerauftrag. Ernten. Das ist alles... Nee. Boah, wir könnten hier Unkrautbekämpfung machen. Also die Unkrautbekämpfung, obwohl, das lohnt sich doch auch alles nicht, oder? Ballenpressen würde ich schon machen, würde ich danach machen wollen. Naja, wir machen das danach. Danach machen wir Ballenpressen. Ich hoffe, ich habe den denn noch. Ja, das Düngen hier, das finde ich, ist schon, klingt irgendwie lukrativ. Ich könnte natürlich den großen Düngerstreuer nehmen. Könnt ihr natürlich den großen Düngerstreuer nehmen. Ja, bin am Überlegen, ob wir das machen und hier schon mal den Helfer reinsetzen. Auch immer etwas komisch fährt. So. Ich würde gerade sagen, bewegt sich da überhaupt was? Ja, wir haben ja bloß den einen großen Schlepper. Da müssen wir denn irgendwie mit auskommen. Obwohl, habe ich nicht noch Spritzgut? Düng, düng, düng. 73... sind ja eh nur so bestimmte Maße.
73. Smau. Ich habe erstmal einen Helfer angeschmissen. Wir gucken mal. Ups, nee, das war ja. Wir gucken mal. Ich habe doch irgendwo noch Flüssigdinger. Dünger. Na, wobei, ich kann natürlich auch sagen. Aber was wir haben, haben wir, ne? Was haben wir denn hier? 271, 300 unten. Ne, das ist ein bisschen mau. Da ist noch Mineraldünger drin. War es richtig jetzt? Ja, Mineraldünger. Lass uns einmal kurz mal reingehen. Einmal kurz schauen, was da noch am Mineral... Ich kann das ja so einstellen, dass das auch alleine macht, ne? Wo habe ich das denn überall? So, lass uns mal gucken. Da ist auch noch was drin. Ja, aber das reicht doch. Was habe ich denn da? Was habe ich da? Was erzähle ich denn da? Guck mal, wenn wir hier raufgehen, dann gucken wir, zack, 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 73. Dünger hier. Ja, ist doch super. Ja, dann pass auf, wo ist unser Fenty? Also, ja, ja, unser Fent. Stimmt, wir haben Glas, wir haben Waldrahmen, wir haben Fent. Fent. Nein, müsste da stehen. Da ist auch noch ein Mähdrescher, den müssen wir auch noch durch die Gegend asseln. So, Kumpel. Du kannst aber gleich auch noch mal in die Werkstatt kurz. Wenn wir dabei sind. Wo parke ich denn jetzt den Anhänger? Den Anhänger, den parken wir hier. Neben der Walze. Hat der eigentlich einen Zugmaul? Ja, hat er. So, Kuppel. Ach, du hast doch noch hier. Du hast doch hinten dran. Da sind auch noch 2 Tonnen Dünger dran. Ist doch super. Keine Zapfwelle? Anscheinend nicht. Hier läuft hydraulisch, ne? So. Machen wir den noch voll? Weil man weiß ja nie. 2000. Mach voll den Jungen, dann machen wir hier. Da, wo war der Düngerauftrag, Leute? 73, Vertrag akzeptieren. Ich wollte gerade sagen, hey. So. Und dann gehen wir natürlich wieder rein hier in die Gedöns. Okay. Dann sagen wir Job erstellen. CP, Feldarbeit. Oh, das ist gut. 73 ist ja gleich hier um die Ecke. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Kursgenerator öffnen. Anzahl Vorgewände reicht hier natürlich voll und ganz 2 Stück. Da machen wir ruhig rund. Das ist auch okay. Feldkurs generieren. Das sieht doch gut aus. So.
73. Das sollte ja auch fix gehen. Nur noch einmal schnell reingucken, nicht, dass ich Quatsch... Ja, 73. Okay, dann macht der das und ich übernehme dann hier wieder. Ist unten. Mal ein Stück zurück. Läuft. Ja, und wie gesagt, zur Not, wenn wir da mal was anderes machen müssen, können wir jederzeit hier ja mit dem Helfer auch arbeiten. Den haben wir auch gerade auf so einem Feld. Funktioniert der ja gut, also der reine Standardhelfer. Ups. Wir nutzen alles. Eventuell brauchen wir tatsächlich noch Getreide, ne? Also Saatgut, glaube ich. Aber gucken. Saatgut können wir ja auch bei uns herstellen. Das ist ja nicht so das Problem. So. Viel hat er nicht geschafft, da die zwei waren, ne? Eieiei. Naja, ist ja klar, jetzt ging natürlich mein Plan nicht ganz so auf, weil ich ja den Helfer am Start hatte. Aber na gut. Nützt ja nichts. Aber so läuft doch gut. Schon coole, schön cooler zusammengekratzt. Dünger hatten wir auch schon gekauft. Neu, wir gehen in den Herbst. Das sieht gut aus. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben ja auch noch Raps auf Lager, meine ich. Das habe ich doch noch zurückgehalten, ne? Da können wir gleich noch mal reingucken. Ich meine, wir haben ja noch Raps auf Lager, den wir dann im Dezember ja verkaufen können. So da der Plan. So der Plan. Also Weizen haben wir tatsächlich noch, Raps haben wir noch. 100.000. Das ist natürlich schon fett. Das ist natürlich richtig fett. Echt jetzt? Boah. Okay, okay. Also das wird uns ja richtig Kohle in die Kasse spülen. Der Höchstwert. Müssen wir da mal gucken. Aber das bringt ja richtig was. Okay, Weizen müssen wir mal schauen. Haben wir sonst noch? Das war's, ne? Aber der Raps wird ja noch richtig reinhauen. Jetzt sind wir jetzt auch schon bei 111.000. Müsste man echt überlegen, ob man den nicht... Na, wir können ja noch warten. Weil da würde ich dann schon echt alles an Schleppern und Anhängern auf einmal hinfahren und dann alles verkaufen wollen.
dass wir gleich den guten Preis mitnehmen. Ich meine, der hält sich zwar immer ein bisschen, aber das würde uns ja an die fast 200.000er Marke schleudern. Das ist natürlich nicht schlecht. Da könnten wir dann ja unsere Schulden abbezahlen. Okay, das ist dann wieder ein Wermutstropfen, weil es dann natürlich wieder reinhaut. Aber dann können wir tatsächlich mal in der nächsten Saison versuchen, durchzukommen und da, also mal ohne Schulden zu machen und dann nochmal Felder kaufen. Das sollten wir uns mal überlegen. Oder wir behalten die Schulden noch einen Moment und kaufen uns noch Felder dazu. Weil unsere eigenen Felder zu bestellen, bringt ja doch ein bisschen mehr Geld. Und wie gesagt, Feld 56 wird uns in der Hinsicht kein Geld bringen, weil ich ja da Mais drauf haben will. Und den will ich häckseln. Mit einem ganz einfachen Häcksler natürlich. Ah, wir werden sehen. Irgendwie... Irgendwie... Aha. Aha. Jetzt steht er da wieder rum, ne? Reschi, alte Säule. Alles blockiert hier. Der Hof ist wieder voll. Ist Anschlag. Der ist voll bis Anschlag. Zeit, dass wir unseren Hoflader hier wieder rankriegen, dass der hier mal aufräumt. Ey, Leute, guck, was hier alles rumsteht. Sagt, mähen müssen wir auch noch wieder. Ey, eigentlich fehlt mir noch ein großer Schlepper. Ach ja. Wollen wir den Drescher einmal kurz abspritzen? Machen wir mal eben, oder? Und wir holen einmal den Drescher schnell ab. Wenn wir schon hier sind, warum denn nicht? Oh. Muss da gut gepflegt werden, der Kollege hier. Ist auch schwer immer im Einsatz. Hier auch noch mal ein bisschen. Okay. Machen wir den Vogel mal zur Seite. Ja, ja, das war klar. Das war klar. Okay. So. Okay, du weißt Bescheid. Du bist hier in Gang. Die Folge ist ja schon fast rum. Da würde ich sagen, wir lassen den hier einfach mal so fahren als Helfer. Sprich, da hinten haben wir ja auch noch. Ja. Und dann würde ich sagen, beende ich die Folge und dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ihn lasse ich jetzt hier mit dem Helfer den Rest machen, wenn er es hinkriegt. Und wir werden dann mal gucken, was wir noch so für Dinge tun können. Da wird uns was einfallen. Ja, wie gesagt, eigentlich müsste ich mähen. Ich weiß gar nicht, ob einer unserer Schlepper... Nein, wir brauchen den großen. Na, egal. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, euer Maruk. Ciao. Ja, es geht los.